So, hallo, wir machen weiter in einem etwas düsteren Setting von Hyrule Warriors. Denn letztes Mal ist die Verheerung ausgebrochen und ja, dadurch sind jetzt ganz viele Sachen gefreezed. Alles, was mit Urbosa zu tun hat, ist gefreezed, alles, was mit Reaver, die sind in den Titanen eingeschlossen. Und wir machen jetzt aber erstmal wieder Nebenmissionen. Zum Beispiel die Arena Mittel. Eieiei. Nee, will ich gar nicht hier rein. Ich will einfach nur Arena Mittel spielen. Dankeschön. Puh. 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 Es braucht jetzt auch so ein bisschen zum Entspannen. Tatsächlich. Weil es hat schon zu rein storytechnisch nochmal ein etwas anderes Feeling jetzt ergeben. So wie das gelaufen. Oh, der Hintergrund. Oh mein Gott, der Hintergrund. Eieiei. So, wir wuseln einfach mal durch die Arena hier durch. Alles easy. Null von sechs. Bisher sind hier zwei Stahlmoblins, also kommt da noch mehr auf jeden Fall. Ist ja auch klar, ist eine Arena. So, ich würde ihn allen gerne mitnehmen. Ja, nice. Genau so mag ich das. Noch einer. Sieht zwar nichts, aber ich treffe ihn. Das ist alles okay. Das kann ich ganz gut. Nichts sehen, aber treffen kann ich ganz gut. Und Abflug. Und wir machen gleich hier weiter. Ah, das sind die. Das sind jetzt stabile drei Stück. Habe ich gerade mit dem Pfeil die. Ja, okay. Mehrere Gegner auf einmal ist immer so eine Sache, aber sobald dann einer mit so einem X versehen ist, kann man halt hier ordentlich reinziehen. Hey, wieso sind die nicht erwischt? Das ist ja komplett dumm gewesen jetzt. Na, ich konnte gerade nicht. So, jetzt aber beide auf einen Schlag. Ist eigentlich egal, welche ich mir nehme. Ich dürfte beide wegzünden. Und dann kommt noch wahrscheinlich der große Star. Ja, klar, genau. Genau der. Na gut, dann ist es auch kein Problem mehr. Zack! Das hat nicht getroffen. Dann machen wir das so. Und tschüss. Prima. Das war das. Einmal ganz fix durch die Arena gewuselt. Gar kein Problem.
Und jetzt könnte ich Glück haben und das hat jetzt durch die Mission die Sachen wieder ersetzt. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder neue von diesen Früchten kaufen und so weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe. Die Frage ist jetzt nur, habe ich die richtigen Sachen überhaupt oder ist es... Warte, wo habe ich denn zum Beispiel gekauft? Hier habe ich gekauft, ne? Genau, der hat jetzt seinen Rüstungskürbis wieder und so weiter. Sehr schön. Das heißt, für das hier, jetzt nehmen wir das hier wieder rein. So. Genau, ich brauche noch 5 Maxidurin brauche ich noch. Ja, weiß ich doch. Und die gibt's hier oben. Genau. Und davon hat er genau 5. Perfekt. Und das ist jetzt aufgefüllt. Und dadurch kann ich das jetzt kaufen. Und dadurch kann ich das jetzt mir holen, das Rezept. Auch wenn ich das Rezept nie einsetzen werde. Aber es gehört ja nun mal zu den 100% und auch zu den Missionen, die man machen muss, um die Bevölkerung hier zufriedenzustellen. Na? 100% mehr Rubine. Oh, was? Maximale Herzen minus 20%. Oha, 100% mehr. Okay, doppelte Anzahl Rubine, die man in der Mission dann mitnimmt. Not bad. Not bad. Kann man anbieten, ne? Kann man anbieten grundsätzlich. Was ist das denn? Statusmodul schneller einsatzbereit. Was brauche ich da? 5 so Schraumdinger. Aber die werde ich wahrscheinlich nicht. Die werde ich wahrscheinlich nicht hier gekauft bekommen. Dafür muss ich bestimmt in Missionen gehen. Könnte ich mir vorstellen. Oh, hier gibt's was. Ah nein, hier gibt's die Schrauben. Also, oder die Achsen. Dann kaufe ich eher jetzt immer alles, weil... Erstens ist das Zeug nicht so teuer. Oh, wäre es dann eigentlich schlau? Ich weiß ja nicht, was ich später brauche. Wäre es dann eigentlich nicht schlau, sich einfach immer einzudecken mit allem, was da so ist? Aber wahrscheinlich gebe ich dann wieder unnötig Geld aus, ne? Das ist dann wahrscheinlich auch wieder Schwachsinn. So, aber jetzt kann ich das Stasis-Modul schneller einsetzen. Alle Achtung! Auch sehr schön. Nice. Aber gibt es dann für die Bomben da oben nicht auch? Nee, das ist dann was. Okay, für die Bomben brauche ich aber auch irgend so was Dingsiges. Also wahrscheinlich was anderes, okay. Was haben wir hier noch? Schikastein, längerer Kombo-Angriff. Da brauche ich auch so Zeug. Ist das nicht das. Nee. Oder? Ah, jetzt gibt's die nicht mehr. Ah, ja, okay, ich verstehe. Na, ich denke, man sollte immer, sobald man anfängt, die Sachen zu brauchen, sollte man dann anfangen, sie zu kaufen, weil dann kauft man halt auch nichts Unnötiges. Am Ende hat man ganz viel Zeug über. Was auch irgendwie dumm wäre. Aber jetzt ist auch wieder kein Laden, also ein Laden hat jetzt wieder nichts. Sehe ich das soweit richtig? Missionen haben so Zeug, aber alles Missionen, die ich schon gemacht habe, außer die Hauptmissionen. Na, dann machen wir jetzt erstmal die hier außen. Stärker als je zuvor. Da gibt es wieder ordentlich. Na, seht ihr schon auf die Mütze. Auf geht's! Ah, ich habe nicht geguckt, ob es ein Krog in der Mission. Ah. Ich hasse es. Wird schon keinen Krog gegeben haben. Es ist so selten, dass es einen Krog in den Missionen gibt. Ich muss mir einfach mal angewöhnen, am Anfang zu gucken, Mann. Das ist alles. Mehr muss ich nicht. Einfach mal angewöhnen. Zu gucken. Ach ja. Auf geht's.
Okay, das ist eine Zeitmission. Mit zwei Hinoxen. Drei Hinoxen scheinbar. Zumindest drei Gegner. Der dritte Gegner wird noch nicht angezeigt, aber wird wohl auch ein Hinox sein. Ergäbe zumindest Sinn. Weiß, ich hätte auch in der Missionsdings sehen können, was es für Gegner sind. Ich habe nicht drauf geguckt. Nicht ordentlich zumindest. Oh, jetzt ist der andere auch schon da. Ja, moin. Gegen zwei gleichzeitig ist immer so ein bisschen unangenehm. So, aber der ist gleich down. Und der andere will gerade hier, ah, das hat nicht gehauen. Ah, geh weg. So, jetzt ist der down. Sehr schön. Und jetzt muss ich mich um dich kümmern. Nein. Nein. Ach komm, ey. So geht's auch. Ah, wieso treffe ich denn nicht? Ach, ein blauer Leune ist der andere. Okay. Gut. Das muss doch voll ins Auge gegangen sein, na bitte. Geht's ja auch. Jo, da ist er schon. Das ist jetzt nicht so geil, Freunde. Dass ihr alle gleichzeitig hier auf einem Haufen seid, finde ich jetzt nicht so cool. Ja, alles klar, Leute. Du, ich verstehe das. Können wir erstmal den blauen Hinox bitte, Leute? Ich würde mich dann nachher um dich kümmern, okay? Cool. Eieieiei. Da schiebt's ihn einfach durch die Gegend, aber das war's. Jetzt ist er weg. So, mein Freund. 3 Minuten habe ich noch für dich. Kriegen wir hin. Ne? Wir haben jetzt ganz viel Spaß. Guck mal, so viel Spaß haben wir jetzt hier. Zack. Oh, weia, das dauert. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Hä? Oh, der ist davor angehalten. Der Frechdachs. Aua. Ja, alles klar. Ich verstehe dich. Guck mal hier ins Gesicht. Guck mal hier ins Gesicht. Das hat nicht hingehauen. Jetzt aber. Jawohl. Und ab dafür. Nice. Einmal noch. Bruder. Weg da! Aua. Okay, wir nehmen mal lieber noch mal ein Äpfelchen. Das hat nicht hingehauen. Aber da fehlt auch nicht mehr viel. Wir müssen es jetzt ja nicht herausfordern, ne? Sehr schön.
mal hier ins Giss. Aua. Gott, ins Gesicht hier, Bombe. Jawohl. Und tschüss. That's it, my friend. Wiedersehen. Ah, die Missionen werden tougher. Die Missionen werden ein bisschen tougher. Merkt man schon. Merkt man schon? Missionen werden ein bisschen tougher. Ah ja. So ist das. So. Prima. Okay. Das war die Mission. Jetzt bleibt die Mission. Stellungskampf. Auch da wieder ganz viele... Man könnte halt an den... Achso, ich war jetzt ein Krok oder nicht? Was war das für eine Mission? Die da. Kein Krok, okay. Und hier auch kein Krok. Okay, einfach rein. Einfach Spaß haben. Einfach niedermetzeln. Easy. Kriegen wir hin. Quiggen Wareham. Ich hätte jetzt neue Früchte kaufen können. Ah. Das muss ich mir noch... daran muss ich mich noch gewöhnen. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Okay. I see. So. Erobere alle Vorposten, bevor die Zeit abläuft. Ja, easy. Eine meiner leichtesten Übungen. Außer die Zeit ist komisch. Aber grundsätzlich sollte das jetzt nicht das Problem sein. Was ist das denn jetzt hier wieder für eine Aktion? So. Nein, ach, den Treffer wollte ich nicht haben. Ich will doch meinen schönen Laserstrahl behalten. So, da muss ich rein. Moin. Moin. Ja, das ist nicht das Problem. Aua. So, wiedersehen. War nett mit dir, eigentlich nicht. Aber egal. Wir können ja Freunde bleiben. So. Hui, hallöchen. Na? Habt ihr die Fahrt genossen? Also ich auch. Ja, alles kein Problem. Sehr simple Mission wieder. Aber soll mir recht sein. So, Abflug. Wusch. Ach so, die ist noch nicht zu Ende. Ja, gut. Blauer Leune. Ah ja. Aber keine Zeit mehr. Okay.
Doch noch Zeit, ja moin. Au. Dann laden wir mal schön unser A auf. In der Hoffnung, dass wir das voll kriegen bis zum blauen Leunen. Ja, sieht nicht danach aus. Sieht alles andere als danach aus. Ja, wobei, ein A könnte ich voll kriegen. Bisschen, ja, ein A kriegen wir auf jeden Fall voll. Easy. Wusch! Dann ist der Moblin auch schon mal down. Und dann kümmern wir uns halt um den Leunen wieder. Hat man ja gerade schon. Ist jetzt auch nicht das große Problem. Höchstens die Zeit könnte ein bisschen kritisch werden. Hoffe aber nicht. Muss einfach sehr schön immer reagieren. Und ihn immer dann ordentlich durchnehmen, wenn ich es darf. Das hat nicht hingehauen. Aber dem fehlt nicht mehr viel. Allerdings, die Zeit ist halt auch nicht ganz so auf meiner Seite. Ich wollte einen Attackenhagel raushauen, aber das hat nicht hingehauen. Sehr schön. Ja, ich bin ja dabei, liebes Spiel. Ich bin ja dabei. Okay, das war's. Puh! Ja, das war's jetzt wirklich. Okay, ja, wer zeitlich, kann das schon ganz schön knapp werden mittlerweile. Merkt man schon? Merkt man schon? Dass da nicht ganz so viel Luft nach oben ist. So, jetzt aber hier, nee, das hier kriege ich nach wie vor nicht. Das gibt's nicht zu kaufen. Das gibt's aber zu kaufen. Und zwar, nee, hier nicht. Ah, der ist jetzt zu, der Stall. Ich glaube, das hätte es hier gegeben. Das ist der Stall dazu. Frechheit. Wahrscheinlich würde ich hier sofort sehen, wenn es in den Läden was gäbe, ne? Da würde ich, glaube ich, so über die Übersicht schon sehen. Ja, gut. Sollen wir geschwind mal hier die letzten Gegner noch machen? Ich weiß halt nicht, was für welche das sind. Nehmen wir mal die Flügel raus. Jetzt müsste ich aber die anderen auch mal rausnehmen. Welche habe ich denn überhaupt drin? Die habe ich raus gerade genommen. Dass ich nämlich genau sehe. Ah, welche habe ich denn noch drin? Die habe ich drin. Raus. Und die habe ich drin. Raus. So, und jetzt bleibt nur noch die hier übrig. Das war eine recht kurze... Naja. Oh,
die war auch jetzt nicht so kurz, glaube ich, die Mission. Oh, okay, Schloss Hyrule selbst. Ah, die von gerade ist auch eine, die... Hä, okay. Die auch. Geht's um die... Ist das Leune? Sind das Leunenzettel? Ja, einen Leunen muss ich besiegen noch. Okay, ich verstehe. Welche ging denn schnell? Welche Leunenmission? Guck mal, hier sind auch alle. Da gab es auch Leunen. Okay. Ich glaube, die war recht fix, oder? Komm, mach mal die. Mach mal die nochmal. Da war es ja gut, dass wir gerade zwei Leunen schon besiegt haben. Das hat ja erstaunlich gut dazu gepasst. Da. Lol. Nice. So, Wiedersehen. Ja, jetzt kommt der Leune schon dazu. Der soll sich mal noch ein bisschen gedulden. Besseres zu tun, als mich um den Leune jetzt zu kümmern. Ja, da kommt er schon. Da, da ist schon Bock da hinten. Ja, ja, hi. Ich bin ja gleich für dich da, mein lieber Leune, ne? Ich bin ja gleich für dich da. Ich meine, genau wegen dir bin ich hier. Freust du dich? Extra nur für dich bin ich hier. Ihr könnt es auch abkürzen, du gibst mir einfach gleich die Urkunde und bleibst dafür am Leben. Wie war's damit? Weil es die Urkunde wahrscheinlich dafür gibt, dass ich dich besiegt habe. Insofern wäre das vielleicht ein bisschen irreführend. Au. Au. So. Ach, Mist, hat nicht gereicht. Aber nochmal die Pfeile ins Gesicht. Oder so. Aua. Nee, ich konnte es nicht aufladen. Das war dumm. Sehr schön. Einmal noch. Easy going. Ah, nicht schon wieder... Aua. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Aua. So, hier, bitteschön. Schmeckt's? Abflug. Meine Urkunde. Gar kein Problem.
Da ist meine Urkunde. Das wollen wir haben. So. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Hui. Prima. Gut gemacht. Und das dürfte die letzte gewesen sein. Ah, auch das hier haben wir ausgelöst. Und da taucht sie jetzt auf. Kack. Kack mal. Guck mal, wollte ich sagen. Die antike Prüfung. Yo. Da würde ich sagen, los geht's. Ist halt wahrscheinlich der Hauptgegner dieser Mizio-Typ, ne? Den man schon aus dem DLC kennt. Das wird wahrscheinlich dieser Kampf sein. Nur jetzt eben im Hyrule Warriors-Stil. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Was wir jetzt haben. Die antike Prüfung. Yo. Alles klar. Mal gucken. Okay. Ich muss mir erstmal sein Gelaber anhören. Ach so, nee, doch nicht. Ja, genau der. Mitsukiyoshiya, ja. Name der Göttin Hylia. Fordere ich dich zu einer neuen Prüfung. Ja, aber du wirst halt nicht so problematisch sein wie im Original, von daher. Ne? Mache ich mir jetzt nicht allzu viele Gedanken. Mein Gutster. Ich meine, damit bist du schon fast zur Hälfte unten. Im Original warst du deutlich furchteinflößender. Muss ich dir leider genauso sagen. Aua. Mach hier mal nicht auf Beyblade, okay? Das steht dir nicht. Oh! Hab ich's erwischt? Ja. Bitteschön, ins Gesicht. Ah, ich wollte ihm ins Gesicht, aber hat nicht funktioniert. Du sollst nicht auf Beyblade machen. Okay, das kannst du machen. Bäm. Und der nächste Schritt ist down. Das reicht noch nicht ganz, aber das war's dann gleich. Aua. Aua. Das nützt dir aber alles nichts. Ich krieg dein Schild nicht mal mehr klein. Vorher gehst du drauf. So, das ist das Ding. Das ist der hier. Oh, wobei, vielleicht krieg ich ihn doch nochmal drauf. Ich bin mir unschlüssig. Der geht vorher drauf. Ja, der geht vorher drauf. Ausgezeichnet, so sehe ich das auch. Ja, leih mir deine Kraft. Ich bin gespannt, was jetzt besser wird. Oh, das gibt... Oh, das ist bisher die Mission, wo ich am allerschnellsten Kohle, glaube ich, bekomme. 738, muss nur den Typen verprügeln. Easy. Easy going. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Das ist wirklich gut zum Geld holen. Das geht fix.
Ach, jetzt kann ich den spielen, oder was? Ja, moin! Was bedeutet, jetzt gibt's auch für den neue Level-Geschichten? Herzen plus 2, oh boy, was fehlt mir denn da? Octorok-Urkunde, 4 Stück, okay. Ach du Schande! Will ich den jetzt leveln? Training des Priesters. Ah, okay. Das war eine Mission, um den freizuschalten. Ich verstehe. Also die Spezialangriffsleiste kann man auf jeden Fall plus 1 machen. Aber das... Ach so, das Zeug gehört ja trotzdem auch wieder zu den Missionen dazu, ne? Zu den Stadt... Ja, zu den Ortmissionen. Ich muss es machen. Es gibt überhaupt keine Frage, ob ich will oder nicht. Ich muss die alle machen, weil ich sie zu den Ortsmissionen dazu gehöre. Vielleicht ist er ja auch ein cooler Charakter, so kann ja sein, ne? Es ist halt nur... Irgendwann wird es ein bisschen viel mit den ganzen Charakteren. Aber solange es nur darum geht, die zu leveln auf die Art und Weise, ist es ja an sich okay. Da geht auch noch was. Ich verstehe das vollkommen. Da geht auch noch was. Ja, ja. Ist schon recht. Ja, ich muss die alle machen. Ah, das ist dumm. Ich muss die mit der Zeit alle machen. Das hilft nichts. Okay, dann können wir mal ganz kurz gucken. Hier brauchen wir die 5 Pilze. Kriege ich die gerade spontan hier irgendwo gekauft? Ja, da unten. 10. 5. Ich werde trotzdem nicht auf Vorrat kaufen. Irgendwie finde ich das albern. So, hier. Nimm dies. Und hier unten brauche ich... Ah. Ach, die Octo... Ja, da muss ich auch Octo besiegen. Die kriege ich hier nicht. So. Okay, Ah, jetzt kann man gucken. Ist ja jetzt der Laden da oben offen? Jetzt ist der Laden wieder offen. Ach, die ist ein anderer Laden. Hä? Welches waren jetzt... Hä? Welches waren jetzt der Laden mit den... Ach, wandern die? Die wandern, ne? Das sind jetzt unterschiedliche... Oh. Also kriege ich jetzt die hier irgendwo aktuell? Ja, hier unten. Jetzt ist der hier gelandet. I see. Ah, okay. Okay, okay. Perfekt. So, dann haben wir das. Dann können wir das machen. Zack. Vielleicht bin ich stärker geworden. Ja, vielleicht bist du das. Sehr schön. Das kriege ich aber nach wie vor hier nicht, ne? Aber das ist gut, wenn die Läden dann so in der großen Aussicht auch noch aufploppen. Das kann man eigentlich trotzdem drin lassen erstmal. Ich meine, das ist ja, tut ja nicht weh. So, was fehlt hier? 5 Diamanten. Haben wir gerade Diamanten irgendwo im Laden? In irgendeinem Laden gerade Diamanten. Hier unten gibt es Diamanten offenbar. Ja, nice. Wasser. Dann kaufen wir doch kurz Diamanten. Die sind zwar teuer. Hm. Wie viel habe ich denn? Wo steht denn, wie viel ich habe? Ich würde jetzt gerne... Ich kann eh nur einkaufen, ne? Ah. Ja, drauf geschissen. Ah. Das gereicht? Nein. Wie viel habe ich? 3. F.
Okay, dann kann ich das aber jetzt auch wieder rausnehmen, weil Diamanten kriege ich heute nicht mehr. So, hier. Sonst verwirrt mich das nur. Was brauche ich da? Och, fucking drei Leuden-Urkunden. Ui, okay, das dauert noch ein bisschen, bis wir das machen. Was willst du von mir? Achso, da krieg ich... Ah, wenn ich hier weiter abschließe, kriege ich hier Dings. Ergibt Sinn. Ah, hier brauche ich die Kürbisse. Die kriege ich hier in irgendeinem Laden. Ja, in dem Laden hier unten. Perfekt. Komm her. Ja. Ja. Fünf waren's, ne? So, hier Abflug. Ich komme gleich nochmal, wenn es nicht reicht. Es reicht. Genau so ist es. Genau so ist es. So. Dann sind wir jetzt doch erstmal wieder, ne? Hier soweit bedient. Das hier geht noch nicht. Dafür brauchte ich die Octoroks. Jetzt gucke ich zum fünften Mal nach. Ah, da ist noch eins. Oh, da brauche ich eh noch einen Hinox. Dann kann ich das auch gleich knicken. Trotzdem könnten wir schon mal gucken, ob es eine Schleichforelle hier irgendwo gibt. Ja. Kriege ich zufällig 15 Schleichforellen? Ne, 10, aber dann kaufen wir die schon mal. Dann haben wir die auch schon mal. In bevor ich gib sie für irgendwas anderes aus, aber dann ist es halt so. Wäre ja auch kein Drama. Okay, so, dann können wir das hier auch wieder rausnehmen. Das hier war die Diamant. Das geht noch nicht. Das hier waren die Dings. Das geht auch noch nicht. Da hier ist noch was. Ah, fucking Leune, ey. Okay, das ist Leune. Ah, nochmal Spezialangriffsleiste plus 1. Das ist aber auch krass dann. Ah, hier brauche ich das. Das könnte ich kriegen. Das könnte ich hier irgendwo kriegen, wenn ich Glück habe. Das sind so diese... Ja, was ist denn das eigentlich? Octorok-Ballon. Nee, ach so. Na. Gerade nicht. Aber ich glaube, das wäre was, was ein Händler haben könnte. Aber gerade nicht. Ach doch, da oben. Moin. Wie viel brauche ich? 10. Ja. Hab ich... Och. Oh. Wieder nur 5. Hm. Oh. Aber wir könnten mal gucken, ob jemand gerade die Flügel fertig hat. Hier fehlen mir ja noch die Flügel. Irgendein Laden am Blinken? Nö. Okay, dann können wir die Flügel wieder rausnehmen. Okay, soweit, so gut. Da ist noch was. Ah, Hähnchen. Gibt's hier. 10 Stück? Ah, nee, das ist Austohonig. Hähnchen. Es sah von klein aus. Also. Zu meiner Verteidigung, es sah halt so von klein wie ein Hähnchen aus. Ist aber Ausdauerhonig, okay. Hat das gereicht? Wie viel habe ich? Ah, okay. Nicht mal ansatzweise. Aber dann können wir das auch wieder rausnehmen. Na, mehr Honig gibt's nicht. I see. Weg damit. Das können wir auch wieder rausnehmen. Das waren die Ballons. Da gibt es auch nicht mehr. Okay. Dann können wir das aber auch wieder rausnehmen. Das kommt von selbst, beziehungsweise aus den Missionen. Jetzt haben wir dann, denke ich, alles getan, was wir tun konnten. Dann wäre das nächste jetzt halt diese Mission, aber die machen wir jetzt nicht mehr in dem Part. Das reicht mir dann jetzt auch wieder. Ich denke, wir haben uns hier genug beschäftigt. Es wird. Oh, das ist einmal für ganz Hyrule und einmal für das innere Hyrule. Das ist auch interessant, okay. Eieiei, es ist schon, ne? Es fühlt sich so langsam.
Irgendwie kann ich immer nicht aufhören, obwohl ich nichts mehr mache. Ich laufe nur noch auf der Karte rum. Mehr mache ich ja nicht mehr gerade. Und ich habe jetzt... Ich bin halt noch am Überlegen. Ob es irgendwann für die Schmiedegrilde auch so einen Rabatt gibt wie für den Manöverplatz. Das wäre halt sick. Na, wenn das günstiger wird, dann würde ich warten mit dem Leveln. Ah, und... Das hier, ich weiß, man weiß halt nicht, was man alles mal brauchen könnte. Klar könnte ich das jetzt alles aufkaufen. Aber... Es wäre jetzt auch nicht so teuer, das alles aufzukaufen, aber... Ach, keine Ahnung. Lieber fangen wir halt jetzt an mit dem Sammeln. Und, ne? Also wenn wir halt was haben, was wir tun können. Und dann passt die Geschichte. Eieiei. Okay. Es ist irgendwo noch die Nachwirkung vom letzten Part. Das war doch imposanter, als ich erwartet hatte. Die Flucht aus Hyrule. Es hatte was. Es fühlt sich jetzt im Moment anders an, das Spiel. Weil wir jetzt hier zwei Schlachten vor uns haben. Schlacht um Ost-Hyrule und die Schlacht um West-Hyrule. Oh, das wird... Das wird echt spannend. Und ich glaube, beides sind jeweils zwei Titanen dann mit dabei. Wenn ich mir das so angucke, hier... Der Elefant und Dings Rodania. Na, da. Und hier die anderen beiden Titanen. Das wird eine Hausnummer, Freunde. Das wird eine Hausnummer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und tschüss.